Ja, herzlich willkommen hier bei SRD TV, heute unterwegs hier in der DSTM 2015. Das große Finale hier eingeläutet heute hier auf dem Nürburgring GP-Kurs. Also ganz neue Strecke hier bei iRacing und ich denke mal, da werden schon einige Kilometer unter die Räder genommen haben und hier sind momentan dabei die Finalisten bzw. diejenigen, die hier noch auch um die letzten Plätze oder um den letzten Platz vielleicht auch in der Top 3 noch sich, sag ich mal, den letzten Platz zu ergattern in der Meisterschaft. Führender ist momentan Patrick Pichler noch mit knappen Vorsprung. Und recht knappen Vorsprung kann man sagen, hat aber eigentlich alles gut im Griff, ist hier heute auch mit am Start und sind wir gespannt, ob die Verfolger da noch heute irgendwas reißen können. Zumindest was man noch, wo es noch richtig eng zugeht, das ist dann so um Platz 2, 3 und 4 rum. Da sind also noch einige Fahrer heute hier mit dabei, die auf jeden Fall sich hier noch in ihrer Statistik, sage ich mal, so ein bisschen was einfahren können, beziehungsweise eine gute Position einfahren können. So, wir haben natürlich jetzt hier gerade das Qualifying schon laufen. Das heißt also, es sind noch 11 Minuten im Qualifying. Roten Zeiten sehen wir noch keine hier, beziehungsweise, gerade mal gucken, ob wir hier das Qualifying auch reinbekommen. Und dann schauen wir mal, ob wir hier die ersten Daten auch dementsprechend angezeigt bekommen. So, da kommen jetzt auch schon die ersten Rundenzeiten reingeflogen, hier sehe ich gerade. Genau, das sollte jetzt eigentlich auch dann gleich losgehen, sodass wir auch die ersten Informationen von den Fahrern hier bekommen. Patrick Pichler momentan legt vor mit einer 1:57.830 und ich denke mal, dahinter wird es auch, Florian Voigt ist das auf Platz 2 momentan, knapp 2 Zehntel dahinter. Gunnar Miesen auch ganz vorne dabei, 2 Zehntel, etwas ganz knapp hinter dem Florian Voigt nur. Und wie gesagt, ihr seht das ja gleich unten dann auch, eine Anzeige wird gleich dann jeden Moment auch aktualisiert. Schnellste Rennrunde haben wir auch eingeblendet. Also sollte sich da irgendetwas ändern, dann werden wir das hier also auch grafisch dann dementsprechend angezeigt bekommen. Ja, viel Trubel hat es hier in den letzten Tagen natürlich auch um die VVLN gegeben, die hier bei SimRacing Deutschland e.V. im nächsten Jahr starten wird. Und ich denke mal, da werden schon einige auch mitgelesen haben im Forum. Da hat niemand mitgerechnet mit den doch sehr starken Anmeldezahlen, die hier vonstatten gingen. Und dürfen mal gespannt sein, wie das dann jetzt hier im nächsten Jahr starten wird. Also von daher auch schon mal viel Glück an die Orga und gutes Gelingen. Und wir freuen uns natürlich auch hier, das heißt die Kommentatoren freuen sich natürlich auch auf diese neuen Herausforderungen im kommenden Jahr mit der VVLN und natürlich auch die DSLM, die ja dann hier auch fortgesetzt werden soll, die im Prinzip für die GEC dann hier weitergeführt wird bei SimRacing Deutschland e.V. So, und auch die DSDM geht 2016 natürlich weiter und dazu gibt es natürlich hier auch nächstes Jahr schon mal so einige, für das nächste Jahr dann auch einige Eckdaten, die wir euch dann während des Rennens hier noch mitteilen werden. So, ja, das Ganze jetzt hier werden wir gleich dann auch dementsprechend hier mal mit Live-Bildern füttern, denn ich denke mal, so ein Standbild an der Boxen-9-Ausfahrt ist hier, glaube ich, auch nicht ganz so spannend. Aber ja, manchmal ist das so mit der Regie, die braucht immer ein bisschen länger und die Regie bin ich selber in dem Fall. Hier haben wir jetzt gerade den ersten Fahrer mal im Blick, Manuel Wendel, der hier heute, der hat so ein bisschen mit seinem Lenkrad, ist er so ein bisschen am Rumfluchen. Fanatic-Lenkrad zur Reparatur eingeschickt, dann kurz vor diesem Rennen hier noch wiederbekommen, gestern getestet und noch nicht so ganz zufrieden damit, versucht hier heute an den Start zu gehen und beziehungsweise versucht hier heute das Beste rauszuholen. Momentan Bestzeit von Manuel Wendel 2:01.194. Er kommentiert ja auch im kommenden Jahr hier mit uns, hat hier das Kommentatorenteam verstärkt und ist im nächsten Jahr dann hier auch mit uns wieder tatkräftig dabei. Und dafür
wünsche ich ihm natürlich auch schon jetzt mal gutes Gelingen, denn er wird neben Luca Borngesser nächstes Jahr die Formel 1 Serie, die hier auch an den Start gehen soll, kommentieren. Ja, und da freuen wir uns natürlich auch ganz besonders drauf, denn auch dort wird McLaren gefahren, genauso wie hier. Die GT3 Autos oder dieses GT3 Auto, was wir jetzt hier gerade im Bild sehen, werden wir dann im nächsten Jahr dann eben halt auch noch mit einem Formel 1 Auto uns beglücken dürfen. Und ja, der neue McLaren, der dort an den Start geht, der ist natürlich auch wieder, bedeutet auch neue Herausforderungen für die Fahrer, und da dürfen wir uns also auch drauf freuen. Da gibt es sicherlich auch jetzt die nächsten Wochen dann einige Neuigkeiten und neue Meldungen. Also haltet mal die Augen auf bei Facebook oder über Facebook bei Simracing Deutschland TV. Ja, was gibt es dann sonst noch zu berichten hier aus der aus dem Kreise von Simracing Deutschland TV? Ja, Sponsoren haben also auch verlängert. Avia Racing ist ja der Hauptsponsor hier auch dieser Rennserie, ist also auch wieder in 2016 mit dabei. Da schon mal ein herzliches also Dankeschön auch, denke ich mal, im Namen der gesamten SRD-Orga, die natürlich immer erfreut ist, wenn Sponsoren auch dabei bleiben und als langjährige Partner dann dementsprechend auch hier immer wieder am Start sind. Genauso wie Motion Drive, der Sportwagen, die Sportwagenvermietung, die auch für nächstes Jahr, also für 2016 schon den Vertrag wieder verlängert hat. Also auch dahingehend natürlich ein schönes Dankeschön auch von unserer Seite hier, von der Kommentatorenseite, die wir ja auch froh sind, dass solche Rennserien immer wieder so stark unterstützt werden, auch von diesen Partnern. Ja, ohne diese Partner geht es natürlich nicht, und ohne Partner an meiner Seite geht es eigentlich auch nicht, denn ich freue mich, dass der Didi Draxler jetzt hier auch mit mir an meiner Seite ist. Grüß dich, Didi, schönen guten Abend. Ja, herzliches Grüß Gott, einen schönen guten Abend wie immer aus meiner Kommentatorkabine hier aus Linz, Österreich, kurz vor Weihnachten, obwohl es eigentlich auch schon über uns kurz vor Sommer war, mehr oder weniger bei uns. muss mich mit dir entschuldigen, ich habe noch Weihnachtself spielen müssen und bin noch im Tannengenadel herumgelaufen. Ja. Da bin ich ein bisschen spät dran. Und muss aber zugeben, momentan meine iRacing-Seiten will nicht so, wie sie sein, wie sie sollte. Und zwar, sie macht einfach nicht auf. Ja. Okay. Ich habe keine Ahnung warum. Aber wie gesagt. Update machen. Vielleicht. Noch ein Update offen. Nö. Vor Weihnachten habe ich alle meine Geschenke schon eingefahren. Also da an dem kann es nicht liegen. Es braucht einfach ein bisschen, macht nichts. Aber wie gesagt, ich hab den Ausführungen gelauscht und kann mich dem Ganzen anschließen. Ohne gewisse Hilfe aus dem Background geht es für niemanden in der heutigen Zeit, auch im Online-Rennsport nicht. Und da kann man immer nur auch von meiner Seite ein Danke sagen. Ja, ich habe einen besonderen Dank durch mich vor Weihnachten an dich. Ja. Ja. Weil wärst du nicht gewesen, wäre ich nicht mehr hier, mehr oder weniger. Hätte ich schon lange meine Karriere als Kommentator beendet. Aber wie gesagt, ja, das wollen wir doch nicht hoffen. Nein. Aber du hast mir die Spaß und der Freude wieder gegeben. Und das ist, ja, das beruht toll auf Gegenseitigkeit. Ja. Das beruht auf Gegenseitigkeit. Ja. Und wie gesagt, bedanke mich auch beim Albin für. Ja, für seine Anfrage im Laufe der Zeit. Wie gesagt, es ist ja immer Weihnachten, die Zeit der Danksagungen. Ja. Ja, und bedanke mich in dem Fall auch gleich mal bei meiner besseren Hälfte, dass sie mir die Zeit gibt, unter der Woche also zwei Stunden oder mehrere Stunden zu kommentieren. Und wie gesagt, freue mich heute auf den Saisonausklang, mehr oder weniger. Wird sicherlich eine spaßige Angelegenheit wieder, spannende Angelegenheit. Es ist halt natürlich noch nicht alles entschieden, einiges, aber nicht alles. Ja, aber es könnte ein erfolgreicher Abend für die österreichischen Kollegen werden heute, also auch für dich, denn ja, ein Landsmann von dir, der führt hier die Meisterschaft an, sehr überlegen, eigentlich auch die ganze Saison über. Oh, also ich wollte das nicht selber sagen, jetzt, es macht viel mehr Spaß, ja, wenn es von dir her, weil ja, es rennt mir doch wie Honig runter, mehr oder weniger, ja, dass wir kleines Bergland, ja. Die großen Nachbarn dahingehend ärgern können, indem wir einen Jungen vorsitzen, der ein bisschen um die Ohren fährt. Das macht ja Spaß auch. Aber, muss man auch sagen, ausrosten darfst du der Patrick Bichler auch nicht. Ja? Nein. Weil es sind genug Fahrer da, die ihm noch versuchen, ein bisschen den Rang abzulaufen, ihn ein wenig zu ärgern. Ja, also Möglichkeiten hat es ja gegeben, zuhauf in den letzten Rennen. Also wir haben da auch gesehen, dass da die Verfolger so ein bisschen geschwächelt haben.
Genau. Wo wir ja, zum Beispiel. Ja. Ja, genau, richtig. Wo Patrick Pichler nicht am Start war. Ich denke mal, das könnte heute hier so ein bisschen könnte ein bisschen bestraft werden jetzt zum Ende hin. Ne? Wo es hätte ein bisschen knapper sein können, enger sein können. Gut, wenn Patrick Pichler, sage ich mal, vorne ist, dann sage ich mal, da muss man wirklich schon die Zügel straff anziehen, damit man da also wirklich auch dran bleibt und den dann vielleicht noch einen Fehler treiben kann. Wer das sehr recht gut gemacht hat in der letzten Saison oder in dieser Saison war Gunnar Miesen, fand ich. Der hat also des Öfteren gezeigt, dass er da also den Patrick auch schon mal so ein bisschen ja so aus der Ruhe bringen kann. Und ja, das denke ich mal, das könnte heute vielleicht noch mal so ein bisschen das i-Tüpfelchen hier und das Salz in der Suppe sein. Ja. Wie gesagt, es war halt in den letzten Jahren immer, wie gesagt, man muss mir primär sagen, der Patrick hat den Verfolgern, Andreas Dierenberger, Gunnar Miesen, Patrick Wolf, er hat einem mehr oder weniger den Knochen mit ein bisschen Fleisch hingeworfen in Rot Atlanta. Recht viel dran geknappert haben sie nicht, mehr oder weniger. Ja. Wie gesagt, in so einer starken Liga wie da, muss man einfach die wenigen Chancen, die einem geboten werden, nutzen. Das haben sie nur bedingt gemacht, darum auch der Patrick nach wie vor nach vorne. Es wird heute wieder schwer werden. Nürburgring ist ein, klingt ein wenig komisch, ist eine deutsche Strecke. Und da sind wahrscheinlich die meisten deutschen Fahrer, wahrscheinlich schon auf tausende Runden gefahren, mehr oder weniger. Die kennt ja jeder wie seine eigene Westentaschen. Aber dennoch muss man auch sagen, es wird wieder schwer werden. Man hat auch gesehen, selbst dann, wenn der Patrick irgendwo von Platz 8 startet oder ein bisschen weiter hinten ist, er hat doch die Geduld und hat doch die Muße mehr oder weniger, sich so peu à peu nach vorn zu schieben. Und wie gesagt, und wenn er vorne ist, einmal wird es natürlich ganz, ganz schwer, dass man ihn wieder einholt und geschweige denn überholt. Man hat manchmal ein bisschen das Gefühl, als wenn die Jungs vor ihm flüchten wollen und dann die Autos mehr oder weniger überfahren. Ja. Und er noch immer ein bisschen was in der Hinterhand hat. Wie gesagt, schauen wir heute mal, vielleicht haben wir, ja, vielleicht zum Saisonausklang, dass sich einer der Jungs einmal anschickt und den Patrick einmal in die Schranken weist, werden wir ja dann gleich sehen in ein paar Minuten. Genau, ja, also dürfen wir gespannt sein. Ja, wie gesagt, also das, die Möglichkeiten sind noch da natürlich und ja, wie gesagt, also die Verfolger müssen natürlich dranbleiben, dürfen sich eben halt keine großen Fehler leisten. Wer also wirklich herausgestochen ist, jetzt so zum Ende hin der oder ab Mitte der Saison, glaube ich, konnte man da also einen immer stetigen Aufwärtstrend sehen. Das war eben halt der Gunnar Miesen, finde ich. Für mich auch so mit so letztendlich der hartnäckigste Verfolger, auch wenn er jetzt momentan ja nicht so direkt hinter dem Patrick Pichler in der Wertung liegt, sondern momentan auf Platz 3. Das ist, nee, warte mal, haben wir noch Platz 3? Ja, doch, müsste auf Platz 3 liegen. Hinter dem Andreas Dierenberger, vor dem Patrick Wolf. Jawohl, ganz genau. Aber er hat eben halt wirklich einen stabilen Aufwärtstrend gezeigt. Auch Patrick Wolf, ja auch einer der Fahrer, die dann hier in den letzten Rennen noch viel gepunktet haben, also auch richtig Gas gegeben haben. Und ja, wie gesagt, der Andreas Dierenberger hat so ein bisschen Federn gelassen und hat die Möglichkeiten nicht so wirklich ausnutzen können. Und das ist, wäre jetzt natürlich noch ein bisschen enger gewesen. Also es liegen jetzt knapp 100 Punkte zwischen Patrick Pichler und Andreas Dierenberger, die beide dann dazu auch noch im gleichen Team ja, fahren. Das, genau, das genau. Kommt ja auch noch dazu. Man muss einfach sagen, also natürlich will man jetzt die Spannung nicht vorwegnehmen. Als Kommentator ist man immer sehr bedarf, den Spannungsbogen möglichst hoch zu halten und dem Zuschauer das Gefühl zu geben, es kann alles passieren. Ein bisschen ehrlich müssen wir trotzdem sein, wenn der Patrick Pichler seinen Stiefel, wie man bei uns in Österreich sagen würde, herunterfährt, wird es ziemlich, ich würde nicht mal sagen ziemlich, sondern extrem schwer, ihn noch vom Thron zu stoßen, weil selbst mit diesem dynamischen Punktesystem, das es ja bei iRacing gibt, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er so wenig Punkte einfährt, dass eben der Andreas Dierenberger oder eben der Gunnar Miesen ihm den Rang noch ablaufen könnte, ist halt schon gering. Da braucht man fast schon einen Ausfall, aber das traut man im Pichler auch nicht zu. Also wie gesagt, es wird sehr schwer werden. Natürlich muss man auch ein bisschen von Rennen zu Rennen schauen. Wir wünschen uns einmal ein spannendes Rennen als Rennen selbst, überhaupt keine Frage. Möglichst viel Überholmanöver, möglichst faires Fahren.
Es wird natürlich am Nürburgring einer der altehrwürdigen Strecken wieder ziemlich spannend werden am Start. Micha, wissen wir Genau. ja, gleich am Didi, Start. ganz Ja? kurz, wir wollen nur noch mal ganz kurz ins Ergebnis reingehen. Wir reden gleich weiter über das Rennen, weil wir Jo. müssen, glaube ich, gleich noch mal den Server wechseln, weil es gibt heute wieder zwei Server, wenn ich das jetzt richtig mitbekommen habe. Das heißt, wir müssen gleich noch mal die Session wechseln. Ich will nur noch mal ganz kurz auf das Ergebnis eingehen, denn wir haben hier Genau. den Florian Voigt ganz vorne mit McLaren, 1:57.640, hat also den Patrick Pichler ganz knapp geschlagen. Und Okay. dahinter haben wir den Andreas Dierenberger. Die beiden haben wir ja gerade angesprochen. Da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, Didi. Auf Platz 4 haben wir den Gunnar Miesen, auf 5 den Daniel Marcaus. Auch sehr stark, hast du ja auch schon öfter erwähnt. Genau, Martin genau. Stöllinger ebenfalls auf 6, auch sehr stark. Also der beste BMW momentan, Daniel Marcaus nochmal erwähnt. Mert Uzzel auf 7. Auf 8 haben wir den Ulf Truschkert, auch super stark heute hier unterwegs. Und auf 9 Andreas Leikam, auf 10 Marcel Heimann. Den Rest entnehmt ihr hier mal der Grafik. Wir werden jetzt gleich dann wieder für euch da sein. Wir werden den Rennserver dann gleich joinen und dann werden wir hier gleich wieder für euch da sein. Genau, So, ich glaube, das war's. Rambazamba zu Weihnachten. Genau, so sieht's aus. Genau, Also passt. bleibt dran, es geht gleich weiter. Gibt ein bisschen Werbung von unserem Sponsor Avia Racing und ein schönes, wunderschönes Video hier von der Nordschleife. Bleibt dran, also es geht gleich weiter hier. Wir sind gleich wieder für euch da. Thank you.
So, wir sind wieder zurück hier bei SRD TV mit der DSDM 2015. Didi, wir haben gerade eine tolle Nachricht bekommen. Genau. Du darfst das mal berichten. Okay, dann spielt's Weihnachtsengel. Genau. Also, nach einstimmigem Urteil, Weihnachtsurteil, hat die SRD beschlossen und die Fahrer SRD beschlossen, dass wir nur mit einem Grid fahren. Das heißt, volles Haus, 43, 44 Autos, so einen Daumen gepeilt. Das wird für uns Kommentatoren natürlich eine Aufgabe werden, ja, eine freudige Aufgabe. Und natürlich für euch Zuschauer ein riesen Heckmeck, wie man bei uns sagen würde in Österreich, weil es natürlich dann richtig voll wird und es wird richtig zugehen und da werden wir richtig Spaß haben und das ist für meines Erachtens noch ein richtig würdiges Finale der SRD, powered by Avia Racing 2015. Absolut, Didi, gebe ich dir recht. Also ich freue mich da auch schon richtig drauf. Vor allen Dingen finde ich es auch schön, dass nochmal alle Fahrer, die, weil das ist ja immer eine Diskussion mit dem Grid 2, was wir ja nicht streamen können, weil wir eben halt auch die Manpower nicht haben. Da natürlich auch schon mal den Hinweis an alle, die hier heute zuschauen oder reinschauen oder reinschauen. Wir suchen natürlich auch immer wieder Leute, die Bock drauf haben zu kommentieren, also oder die das einfach mal probieren wollen. Wer da eben halt mal Lust und Bock drauf hat, meldet euch bei mir. Bei Micha Morgenthal findet mich da über Facebook oder eben bei Simracing Deutschland e.V. Meldet euch einfach, wir probieren es einfach aus. Es gibt da viele Möglichkeiten, sowas mal zu testen. Und wer da wie gesagt Bock drauf hat, so wie der Manuel Wendel jetzt zum Beispiel, der sich da mal rangewagt hat, hat da einen Riesenspaß dran. Und ich glaube, da muss man also kein Profi sein oder irgendwas oder irgendwie denken, dass man da irgendwas Großes mitbringen muss. Ein bisschen Spaß muss man natürlich mitbringen, ist ganz klar. Und ein bisschen Interesse an, ja, so ein bisschen Statistik wälzen, mal gucken, was machen die Fahrer oder wo stehen sie und so weiter und so fort. Und ja, das war es eigentlich schon. Und dann freuen wir uns natürlich darauf. Es hilft, wenn man Österreicher ist, weil dann verstehen die Hälfte Leute nicht. Ja, genau. Ja, hier, es wurde auch schon die Frage gestellt, wo die Untertitel bleiben. aber na gut, also ich denke mal, das klappt schon. Und ja, das macht ja eben halt auch immer die Würze aus, Didi. Das ja, man darf nicht vergessen, wir alle haben mal klein angefangen. Obwohl wir, wie wir angefangen haben, eh nicht mehr klein waren. Das Lockere kommt nicht von irgendwo, das Lockere kommt einfach aus einer langjährigen Erfahrung und vor allem, ihr habt den großen Vorteil bei uns, ihr habt Menschen eurer Seiten, die euch immer wieder die Chance und die Möglichkeit geben und vor allem auch die Hilfen geben, die man braucht. Man merkt das ja an uns, Sascha Henken, Micha Morgenthal, Manuel Wendel, freue mich sehr, dass wir einen jungen Kollegen jetzt zu uns ins Team gekriegt haben. Und wie gesagt, es macht da extrem Freude, einfach mal ja, so frisch, frei von der Leber weg ein bisschen über Sachen zu diskutieren oder zu berichten, die einem sowieso Spaß machen. Also ja. Wenn ihr Spaß da habt oder wenn euch sowas gefallen würde, einfach melden. Papa Michael ist für euch da. Ja, genau. Ja, so, und, also mein iRacing lädt noch immer Micha. Ja, bei mir auch hier. Also es dauert unheimlich lange. Es liegt sicherlich an der Strecke, weil die ist auch eben halt wirklich, haben sie auch, glaube ich, heute nochmal bei über Facebook geschrieben, die iRacing Devs, dass die eben halt sehr viel Herzblut und da reingesteckt haben in die Erstellung dieser Strecke. Und dieser Streckenvarianten, muss man ja sagen, mit der Nordschleife zusammen, die da ja auch noch dran hängt. Also sehr ins Detail gegangen und ich glaube, das kann man auch so bestätigen, wenn man da mal so eine Runde gefahren ist. Also da steht wirklich bald jeder Grashalm da, wo auch wirklich ein Real steht. Und das ist eigentlich schon wirklich eine Hausnummer und man merkt das natürlich auch. Ne? Die Strecke braucht eben halt ein bisschen länger zum Laden. 43 Fahrer sind ja auch noch am Start, das muss also auch noch alles geladen werden. Also deswegen dauert es ein bisschen länger. Also ich glaube, es liegt an der Deutschen Post. Ja. Oder am so. Paketverlust. Ja, genau. Ja. Das kann natürlich auch daran liegen. Hast du recht. Ja, müssen wir mal schauen. Ich hoffe mal, dass ich jetzt gleich mal ein Bild kriege. Also es macht mich ja schon immer ein bisschen ruhig. Mein Bild ist da. Also meins ist noch nicht da. Das liegt an der Deutschen Post. Der Paketverlust bei euch ist groß. Also es ist schon echt heftig, muss ich sagen. So eine lange Wartezeiten kennt man eigentlich nicht. Eher unüblich, man muss aber trotzdem sagen, und ich habe mir ja dann doch die letzten Tage einmal an die Nordschleife herangewagt, ja, und habe dann einsehen müssen oder habe mich gefreut, dass man mittlerweile bei den Testfahrten auch diesen gelben Auto wieder auf die Strecke Button hat, ja, weil, wie gesagt, du bist mehr am Rundherum schauen, denn am Straßen schauen, ja. Weil es wirklich cool ist.
Wie gesagt, ich kann nur jedem empfehlen, diese Strecke mal zu befahren. Selbst der Grand Prix-Kurs ist wirklich, ja, man hat das Gefühl, man steht wirklich dort herum, weil alles da steht, was hingehört. Wie gesagt, man sieht jetzt auch schon, also leider Gottes wir noch nicht, weil der Server ein bisschen braucht. Ja, also Aber irgendwie glaube ich, dass hier iRacing abgeraucht ist. Ich habe hier gerade schon mal eine Taskleiste, ein Task. Ah, nee, doch, jetzt sind wir drauf. Oh, Gott sei Dank. Also, naja, man muss ja hier wirklich, man kommt ja ins Schwitzen, ne? So die Re ja. als Regie, ne? Es ist ja immer eben, ja, nicht so ganz einfach. Ich komme dann immer ganz schnell ins Schwitzen und ich hoffe natürlich nicht, dass wir hier schon am Start sind. Aber Haben wir denn? wir haben noch 2 Minuten 35 bis zum Start. Das kann ich einmal sagen. Ja, genau, doch, ja, genau. 10 Minuten haben wir noch Warm-up, so ist es, genau. Genau. Richtig, also dann ist alles gut. Dann werden wir natürlich hier auch gleich mal die richtigen Dinge einblenden hier. Beziehungsweise. Für was ich mich gleich vorhin wieder entschuldigen möchte, ist Folgendes: das IRTV-Oberlesen nicht wirklich adaptiert bei mir so unbedingt. Ich habe nach wie vor so ganz leicht weiße Flecken in meiner braunen Fahrerlandschaft. Es kann schon mal passieren, dass eventuell mal ein Fahrer irgendwo falsch einordne. Micha, Updates für mich gibt es da glaube ich noch keine, habe ich so gesehen. Nein, leider nicht. Aber das werden wir spätestens bis im Jänner behoben haben, nehme ich mal Ja, an. ja, Und ja. dann wir auch wieder up to date. Wir sind ja auch ältere Herren, mehr oder weniger reiferen Geschlechts, wie man sagt. Ja, klingt komisch, ist aber so. Hört sich ziemlich komisch Ja, hört an, sich ziemlich aber komisch an. hast leider recht. Ja, wir haben noch Minuten Vorzeit. Warm-up natürlich wissen wir. Momentan Martin Genau. Stöllinger führend mit 1,59,773. Ist es nicht wirklich ausschlaggebend oder Nein, aussagekräftig, genau. weil natürlich im Warm-up jetzt nochmal die Fahrzeuge getestet werden. Was wir sehen, ist ein Traum an wie sag ich sage jetzt einmal, Paint-Vielfalt. Wir wünschen uns natürlich, dass vielleicht im Frühjahr dann die Markenvielfalt auch noch mehr Einzug hält. Ja, Es da ist ja sagst du momentan, was. ja genau, da sagst du was. Es ist halt momentan ein bisschen ein Markenpokal teilweise. Ja. Aber wie gesagt, es kommen doch derer mehrere Autos und dann hoffen wir mal, dass die so weit adaptiert sind, dass sie die Jungs dann wirklich so regelmäßig auf die sämtlichen Fahrzeuge verteilen. Ja, genau. Mich jetzt mal trotzdem was fragen. Ich sehe bei mir nur den Testbildschirm von iRacing und habe noch kein Bild und ich sehe da ganz, ganz klar irgendwo drinnen nur so einen Ladebalken. Ob das nur ich oder ist es Moment. allgemein so? Nee, das müsste jetzt eigentlich. Warte, dann werde ich einfach meinen RRD-View neu starten und mal gucken. Ja, genau. Ansonsten müsste ich da vielleicht nochmal da. Ups. Da ist gerade eine. Ah, nee, warte mal. Da haben wir gerade eine Fehlermeldung gekriegt. Will mal gerade gucken. Ah ja, okay. Gut, Didi, nee, ist alles easy. Ich muss gerade nochmal den RRD-Viewer neu starten hier. Der ist nämlich gerade abgeraucht, habe ich gerade Ja. gesehen. Ja, also man merkt, Weihnachten rauchen nicht nur die Kerzen, Ja, Weihnachten rauchen sondern. auch die RRD-Viewer. Ja, und Ja, die Köpfe. und einst, weil der Micha am Bild arbeitet, ja, in der guten alten Radiozeit. Ja. Wenn wir den nicht rechtzeitig dran sind, dann werde ich das Ganze einfach einmal so ad hoc radiomäßig kommentieren. Ich denke, wir werden es noch hinbringen. Wir haben jetzt noch eine knappe So. Minute Zeit. Guck mal, ob du da jetzt was siehst. Oder Schau mal schau mal. kurz, connect mal. Yes! Ja, Toll. prima. Auf Micha kann man sich. Also, wenn du dich auf nichts Puh. verlassen kannst, auf Micha kannst du dich verlassen. Ach, Ja, verlass dich das auf Micha, bist verlassen. geht runter wie Öl. Ein kleines Wortspiel. So, Didi, Ja, wir wir sind haben soweit. den stehenden Start, ne? Genau, Jetzt, also erstmal für die Dampf mit war jetzt hier. Das ist also jetzt der stehende Start, den wir jetzt hier gleich sehen werden. Und ja, da dürfen wir gespannt sein. wie gesagt, interessant. Leider hat der Gottes heute zu wenig Zeit gehabt, um die Strecke kurz vorzustellen. Interessant auf jeden Fall die erste Kurve noch Startziel, Das ist weil es. sie weil sie halt spitzkehrig ist und dieses Doppel-S rechts links herum. Ja, da gibt es viele Linien, aber auch viele Linien, die falsch sind. So. Schau dir dieses Fahrerfeld an. Ich Ja. muss wirklich mal Einfach sagen, nur das toll. ist einfach nur genial. So, es geht gleich los. Und los geht's. Fahrerfeld voll. So, vorneweg Florian Beute hier auf die 1 zu. Jetzt wird es natürlich gleich eng und ich hoffe mal, das rumpelt nicht hinten. Hilfe, Beute.
43 Autos rauschen da auf dir die erste Kurve zu. Schau dir dieses Bild an, Didi. Und da stehen auch schon einige. Das ist so ein kleiner Stau, der da jetzt hinten entsteht. Aber ich glaube, das ist, sieht ganz gut aus. Die haben sich da, glaube ich, ganz doll zusammengerissen. Obwohl das ja im Sprint manchmal doch immer so ein bisschen hektischer zugeht. Aber vorneweg alles ganz gut gegangen. Sie haben sich vorne auch, glaube ich, schon so ein bisschen einsortiert dort, wie es ausschaut. Wir werden euch natürlich hier gleich mit näheren Informationen versorgen. Sobald wir die ersten Runden haben, haben wir auch die ersten Werte hier. Mert Uzel auf 6 jetzt momentan hier gerade im Bild. Und mal gucken, wie es da hinten ausschaut hier. Platz 12, 13, 14 rum, die sind natürlich jetzt alle noch eng beieinander. Es hat da oben so einen kleinen Stau gegeben. Da sind natürlich jetzt erstmal so die, da ist natürlich erstmal so ein Ziehharmonika-Effekt dann entsteht da. Und natürlich muss man auch sagen, also wenn du da ganz hinten im Feld bist für den Anfang mal und diesen Ziehharmonika-Effekt wirklich voll abbekommst, dann fehlen natürlich am Anfang gleich mal ein paar Sekunden. Und es wird natürlich jetzt im Sprintrennen gleich mal schwer aufzuholen sein. Ja, ganz genau. Da muss man jetzt gleich ein bisschen schauen. Wie gesagt, beim ersten Rennen musst du wirklich schon vorne dabei sein. Ich muss leider zugeben. Da haben wir einen kleinen Unfall. Ich hoffe, da kommen jetzt alle gut durch. Ich weiß jetzt gerade nicht, wer das ist. Wer steht da? Wo haben wir hier die Geschwindigkeit? Gerade mal gucken hier, dass ich den Fahrer finde. Oh, der RD-Führer ist schon wieder abgeraucht. Oh, das ist jetzt echt. Das ist blöd. Ein bitter momentan. Ja. So, kleinen Moment, geht gleich los. Geht gleich weiter. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wer das gewesen ist hier. Das müsste, glaube ich, der Kollege sein, den ich hier gerade im Bild drin habe, ne? Das ist der Nils Carstensen, der da, glaube ich, involviert war. Sorry, ich muss jetzt ganz kurz mal hier gucken, dass wir die Technik hier wieder an den Start kriegen. Deswegen seht es mir nach, wenn ich jetzt hier gerade nicht nachschauen kann, genau was da passiert ist. Was ich immer sagen kann, ist folgendes. Vorhin der Patrick Bichler hat den Florian Wolte gleich mal im Start wieder geschnupft, weil der Wolte Florian war ja nach dem Qualifying Erster. Feld ist eigentlich sehr, sehr knapp benannt noch. Bis zu Platz 25 ungefähr, da haben wir also 14 Sekunden, verständlicherweise, weil ja die Jungs hinten dann ein bisschen schlechter durch die ersten Kurven kommen. Das schiebt sich ja dann meistens oben im Schumacher S wieder zusammen, weil dann die hinten irgendwie aufschließen können, nach der langen Geraden rauf. Wie gesagt, momentan Patrick Wichler von Florian Wolte, Andreas Dirmiger Dritter, Gunnar Miesner Vierter, Stöllinger 5, Uzel 6, Makaus bis 7 und der wurde Patrick Bichler, ja, wie soll man sagen, wird momentan massiv, aber ganz, ganz massiv von Florian Wolte bedrängt. Ja, und wir haben das gleich bei dem Bild. Ja, wir haben es im Bild, also jawohl. Wir sind da drauf. Ja, gut. Ich hoffe jetzt, drauf, dass unsere Technik jetzt hier standhält, also unser. Naja, die Technik läuft eigentlich, aber ja, der Co-Kommentator hatte mal nicht so richtig das Bild. Ja, ich muss sagen, mein RD-View arbeitet gerade mit 16 Frames, also mit 13 Frames und der ist ein bisschen, wie soll man sagen, ein bisschen weihnachtlich langsam gestimmt. Ja, okay. Oh ja, jetzt habe ich hier gerade so ein Bild gezogen hier. Ich versuche das auf jeden Fall im Hintergrund Didi noch zu fixen hier. Ja. Du kannst ja vielleicht derweil mal weitermachen. Hier schnellste Rennrunde von Gunnar Miesen. Genau, 1,58,576. Vornehmen. Der Gunnar ist einer, der, wie soll man sagen, ein Kämpfer vor dem Herr. Momentan kämpft er sich ein bisschen, der Andreas Dirmiger hat diesen Florian Wolte überholt seinerseits. Und der Gunnar Miesen ist einer ganz, ganz knapp auf den Fersen mit einer knappen Sekunde. Wenn so viele Fahrzeuge am Kurs unterwegs sind, dann ist es natürlich unheimlich schwer für alle, die hinter dem ersten fahren. Die Frage zum Kurs spielen, ist aber eigentlich gar nicht. Weil dann diese Lüfte am Fahrzeug Andreas, du bist jetzt einfach, 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 du bist jet
Variante, das könnt ihr euch dann aussuchen, eins von den zwei. Er ist einfach in der letzten Zeit entweder unverschuldet oder verschuldet, irgendwo immer in welchen ja, Sperrenzeln verwickelt gewesen und demnach immer irgendwo weiter hinten gewesen. Mert Uzel in den letzten Rennen auch eher ja, nicht so wirklich richtig gut drauf, kann man sagen. Und auch der Marcel Heimann und Andreas Leitkamp die, und auch der Ulf Truschka, die drei, die sich jetzt wirklich da vorne schön halten und nur so 6 Sekunden Abstand haben zum, zum Patrick Pichler. Die Jungs zeigen jetzt im letzten Rennen mal richtig, dass sie das vorher alles verlernt haben im letzten Jahr. Wie gesagt, momentan Patrick Pichler an erster Stelle, aber so einfach wie in den letzten Rennen machen sie das momentan nicht. Und was man auch sagen muss, und das ist halt auch keine Überraschung mehr mittlerweile im letzten oder im heurigen Jahr, vorne 4 McLaren und dann erst der 5. der Martin Stöllinger mit einem BMW Z4 GT3 und auch der Mert Uzel mit dem BMW Z4 GT3. Das heißt, man sieht auch da wieder, dass die McLaren einfach ja, das beste Package haben, kann man sagen. Es ist einfach so, ein bisschen schade vielleicht. Ich würde mir wünschen, dass viele verschiedene Marken vorne sind. Aber leider Gottes trennt sich da momentan die technische Spreu ein bisschen vom Weizen. Bei dem müssen wir einfach leben. Ja, so, ich, wie gesagt, ich versuche nebenbei an die Zuschauer hier, falls da immer mal ein bisschen was weg ist und wieder eingeblendet wird, ich versuche hier die technischen Probleme gerade im Hintergrund zu lösen. Also seht mir mal kurz nach, dass wir das hier hinbekommen. Und man muss aber auch sagen, momentan, also ich schalte auf meinem eigenen Bildschirm, unabhängig vom RAT-Viewer, läuft ein bisschen hin und her immer. Ich muss auch sagen, dass auch die Fahrer im hinteren Feld, also da reden wir jetzt zu Abplatz Nummer ja, 12, 13, 14, da reden wir von Pavel Rybak, Ruben Denker, Christian Kiewit, Sascha Landgraf, so um 16, 17 auch, alle eigentlich ja, massiv am Kämpfen sind, aber, das muss man auch sagen, momentan gibt es, muss ich nachschauen, ist nur ein einziger Ausfall, das ist der Vicinus Carrera Lima, er hat seinen Wagen mittlerweile in der Garage abgestellt, und zwar letzte Runden, und ansonsten noch alle Fahrer, das heißt 45 Fahrer. Sind noch alle am Start. Also der Start war wirklich sehr, sehr gut. Genau, ja. der Start war sehr, sehr kultiviert, wie man sagt. Weil da gibt es ja mal so ein bisschen Herzklopfen bei der, genau, bei der genau. Orga dann, ne, wenn so ein großes Feld ist. Deswegen hat man das Feld ja gesplittet die ganze Saison über. Aber wie gesagt, es wurde einstimmig oder zugestimmt, dass er heute hier in einem Grid gestartet wird. Und wie gesagt, es ist ja auch mal schön, dass wir dann hier dementsprechend auch mal die Fahrer dann hier im Stream drin haben, die eben halt öfter im zweiten Grid gelandet sind und eben halt deswegen nicht zu sehen waren. Genau, genau. Und wir sehen auch, dass es überall eng hier, wirklich. Also ja, ich kann hier wirklich ja hinschalten, wo ich will. Wir sehen hier überall enge Fights. Also es ist momentan ganz, ganz schwierig, hier mal irgendwo was rauszupicken, weil es ist einfach überall spannend hier, wenn man sich dieses Feld mal hier anguckt. Das sind immer so kleine... Ja, genau. Das sind zwar alles kleine Gruppen hier, aber die sind trotzdem alle so eng beieinander hier. Da wird also wirklich richtig heftig gefightet hier. Ist der Pavel Rybak hier, der gerade hier im Heck von Christian Kiewit schnuppert, versucht jetzt hier gerade eine Schikane, da kommen wir jetzt gleich zur Warsteiner Kurve hier, da geht es rechts dann wieder runter Richtung der Richtung, ja im Prinzip zur letzten Schikane runter, wieder zur NGK-Schikane, die dann natürlich auch immer so ein eine Einladung ist, um da eben halt unter Umständen aus dem Windschatten raus anzugreifen. Aber hier ist der Pavel Rybak einfach viel zu weit weg, kommt an der Bremse, auf der Bremse aber sehr, sehr nah dran an den Ruf von Christian Kiewit hier, der für das Team Heusingfeld unterwegs ist. Und ja, das geht hier um Platz 13 und 14. Und wenn wir dann hier mal reinschauen, wir können hier also wirklich durchs gesamte Feld switchen. Überall haben wir hier wirklich enge Fights. Oh, jetzt muss ich aber kurz unterbrechen, weil genau, der Patrick Michel auf den dritten Platz zugefallen ist. Genau, so, da wollen wir gerade mal schauen. Da gehen wir gleich hin, wieder einen kleinen Replay.
Jawohl, der ist beim Startziel etwas weit von der Linie weggekommen und schon war er statt Erster Nummer Vierter. So, da schauen wir mal, was da passiert ist. Also hier kommt schon die Attacke. Oh ja, die NGK-Schikane war das und da gibt es eine Berührung auch noch. Also, das war schon, deswegen ist das passiert. Also da waren sich, glaube ich, nicht ganz einig in der NGK-Schikane, ne? Würde ich jetzt mal behaupten. Ich kann leider mal gar nichts behaupten, weil ich etwas weit vom Schuss weg bin. Jetzt, ich sehe gerade den Felix, Felix Blum, der RAT-Viewer. Ja, jetzt, ich hatte gerade das Replay eingeblendet. Müsste eigentlich zu sehen gewesen sein. Ja, und jetzt führt Andreas Dierenberger? Genau, vor Gunnar Miesen. Also, das ist hier vorne wirklich richtig spannend. Und der Patrick Pichler muss sich da jetzt doch wehren gegen, haben jetzt hier Florian Beute dann noch, der da ein bisschen drückt. Patrick Pichler jetzt erstmal auf 3 zurückgefallen. Ja. Wie gehabt. Dierenberger verwalte, Miesen und Pichler 4. Genau. Ja. Genau. Also. Das mag ich. Das mag ich. Weihnachtlicher Einklang zwischen uns zwei, das stimmt mir immer zuversichtlich. Aber die NGK-Schikane ist schon heftig, ne? Also, also wenn man da eben halt sich nicht einig wird, dann wird es eng in dieser engen Schikane. Also da sind natürlich dann auch schon mal, ist auch schon mal Unfallpotenzial auf jeden Fall. Ja, unbedingt, da. Unbedingt. Und es hat ja in der Realität gezeigt in den letzten Jahren, dass die NGK-Schikane auch noch für sich immer wieder so, so ein Scheideweg ist. Auch der DTM zum Beispiel, das öfteren einmal. Problem ist einfach, boah, du kommst. Hammer. Ja, du kommst mit einem Mördertempo zu der Schikane rauf. Ja. Und dann wird es natürlich schwer, dass du. Da fahren sie aber im G4. Mann. Das wird knapp. 4:4, 4:5, das wird schon fast eng. Also Wahnsinn hier. Und die Sensation aber, dass nichts passiert momentan. Das macht mir so richtig Spaß. Ja, genau. Also wirklich. So, der Pichlein wollte überholt wieder. Ich sage euch das noch so nebenbei, weil ich glaube, dass diese Zweikämpfe auch sehr interessant sind. Wir haben ja noch ein Stundenrennen, da können wir uns jetzt zur Genüge noch die PRT-Truppen anschauen, ja. Genau. Wie man so schon sagt. Ja, also. Und vor allem auch im letzten Rennen haben wir wirklich einmal alle Jungs zeigen, die da mitfahren. Ganz genau, deswegen gucke ich eben halt hier auch überall mal zwischen rein. Also seht es mir nach, die eben halt hier jetzt gerade zuschauen. Natürlich wollen wir hier heute auch mal das gesamte Feld mal einfach durchswitchen, weil wir sehen überall wirklich tolle Zweikämpfe hier. Also schon wieder. Das ist egal wo. Marcel Jelinowski, lässiges Überholmanöver, geht's runter ins Tal, wie man sagt, bei uns, nicht? Ja. Da kommen sie im Rattenschwanz und der Marcel, der kann nur eins machen, und zwar möglichst flüchten. Weil das Problem ist, die rechts da unten, wenn du bist ja vielleicht beim Anbremsen vorne, aber wenn du den Schwung bergauf dann fehlt, bist du ein Fressen für die Fahrzeuge hinter dir. Also da stehst du mit allem am Gas, was du hast, und da geht nichts vorwärts. Und man darf eins vergessen, der Nürburgring ist einfach eine alte Strecke. Du hast da nicht diese Auslaufzonen, wie es bei den neuen Strecken hast. Schöner Überholvorgang hier von Oliver Scharlach gerade gesehen. Ja. Ist dann Marcel Jelinowski wieder vorbeigegangen. Genau. Und der Marcel greift wieder an und bleibt jetzt innen oder außen dem Fall. Und jetzt kann ich nicht mehr berichten, weil meine Frames mehr RAD-Viewer wieder blöd. Also irgendwie ist hier heute der Wurm drin. Also dieses Problem mit dem RAD-Viewer hatten wir ja noch gar nicht. Das ist jetzt wirklich blöd. Natürlich gar nicht gut. Kann ich auch momentan leider nichts dran machen, also außer den immer wieder neu zu starten. Ich komme jetzt gar nicht drauf auf dem Server, muss ich sagen. Also ich kann den RAD-Viewer gar nicht anwenden, weil, wie gesagt, kann nicht connecten. Nee, weil der gerade wieder ausgefallen ist. Liegt nicht an uns, liebe Leute. Liegt nicht in unserem Empfangsbereich, wie wir uns in Österreich sagen. Nee. Was ich einstweilen berichten kann, ist, Assi, und obwohl er mein Landsmann ist, der Patrick Pichler Gott sei Dank etwas schwerer tut als in den letzten Rennen, weil er nach wie vor mit 1,6 Sekunden Rückstand hinter Andreas Dierenberger und hinter Gunnar Miesen hinten noch fährt. Und ich habe momentan jetzt nicht wirklich das Gefühl, es sind noch 4 Minuten zu fahren. Es waren da
ja, als wenn man sich Zeit lassen würde. Man muss aber auch zugeben, und ja, welcher Rennfahrer kennt das nicht, der Nürburgring gehört auch nicht zu meinen allerliebsten Rennstrecken, aber das ist ein komisch Ding. Es ist ein ganz komischer Kurs. Man sagt ihm unrhythmisches Fahrverhalten nach, und da muss ich dem Ganzen leider recht geben, obwohl ich viele sagen, ja, was wollt's, ein schöner Kurs und da geht es sehr flott dahin. Es ist für mich so Hauruck-Strecken. Und man sieht es dem Patrick jetzt momentan auch an, dass er vielleicht nicht so wie der Gunnar Miesen und der Andreas Dierenberger 5000 Runden gedreht hat, sondern nur 4596. Jetzt früher das aber ganz innen. Und hat. Aus dem Windschatten raus. Gunnar ist ja. Patrick Bichler innen, aber der Gunnar wird vorn bleiben, oder? Jetzt hat er sich da ein bisschen vertan. Da hat er jetzt leider zu weite Linie genommen. Da hätte er früher reinziehen müssen. Also die Lücke war ja offen, oder das war ja offen. Also da hätte er reinziehen können. Ja, er hat damit gerechnet, dass er, wenn er jetzt da außen bleibt, dass er dann praktisch in der Gegenkurve wieder innen ist. Aber für das hat er einfach die Tür zu weit aufgemacht. Das war jetzt, würde man sagen, ein ziemlich lapidarer Leichtsinnsfehler vom guten Gunnar. Und da die Autos ja die gleiche Farbe haben, sind sie im gleichen Team, und es wird ihm nicht recht schmecken, dem Herrn Miesen. Dann müssen wir nachher gleich mal fragen. Ja. Aber der Andreas hat ja ein Heil in der Flucht gesucht, ist gerade einmal 8 Zehntel vorne. Und ich muss zugeben, es schaut heute das erste Mal wirklich gut aus für den Andreas Dierenberger, als dass er das auch relativ gut ins Ziel bringen wird können. Und ich sage euch auch gleich warum. Wir haben noch 2 Minuten 40 zu fahren, eine Rundenzeit ungefähr 1,57. Das heißt, da muss sich der gute Patrick Bichler schon ziemlich strecken, dass er dem Andreas Dierenberger dann nachkommt. Wobei, sagen wir es bei mir, das iRacing momentan den Gunnar Miesen nur immer als zweiten Ort sagt. Das sehe ich eben auch gerade. Also, wie gesagt, wir haben ja hier diese Probleme mit, leider noch mit dieser Zeitnahme, aber ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das jetzt noch korrektes, aber hier ist immer noch nach wie vor, weil iRacing eben halt so ein bisschen was geändert hat. Ja. So, und hinterbei sieht man auch den stimmt also irgendwie gar nicht hier. Ja. Und vor allem, der Florian Walte ist Vierter, das stimmt. Der Mert Utzel ist jetzt Fünfter, das passt auch wieder. Jetzt habe ich das Ganze aktualisiert noch mal kurz beim Racen, jetzt passt es wieder. Und wie gesagt, was mich ein bisschen überrascht ist, aber auch, dass der Mert Utzel da mit dem Florian Walte so halbwegs Schritt halten kann. Der Mert ja ein flotter Fahrer, aber leider Gottes in dieser Saison auch nicht wirklich von Glück verfolgt. Und man hat ein bisschen das Gefühl, es waren beim Florian Walte die Reifen ein bisschen marode sind. Das ist natürlich. Kommt natürlich auch mal ein bisschen auf die Fahrweise drauf an. Genau, natürlich, der Nürburgring ist ja Reifenverschleißstrecken. Ja. Das muss man ganz ehrlich einmal zugeben. So, hier haben wir jetzt Mert Utzel, läuft jetzt mit seinem BMW hier auch auf Gunnar Miesen auf. Macht da jetzt auch Druck. Und das sieht auch schon gar nicht so schlecht aus. Natürlich, der Nürburgring GP, da wird natürlich auch in jeder SIM gefahren. Ne? Also das muss man ja ganz ehrlich sagen. Die Strecke, die kennt ja jeder in- und auswendig. Von daher denke ich mal, ist das auch hier heute nicht verwunderlich, dass wir hier überall wirklich auch richtig gute, enge Fights sehen. Also hier auch schon wieder toller Zweikampf hier zwischen Jonas Wallmeier und Marcel Jelinowski, der jetzt hier einen Platz oder den Platz abgeben musste an dem Jonas Wallmeier, den wir hier im Bild sehen. Und trotzdem haben sehr viele Fahrer im Grid ausgeschieden. Einstweilen, wie gesagt, der Vinicius Carrera Lima, der Michael Hamann hat sich auch da aufstellen müssen, und der John Atkins Jr. Ist mittlerweile auch ausgeschieden. Der letzte im Feld ist momentan der Sascha Landgraf mit gut 1,30 Rückstand, also einer bisschen mehr als einer Dreiviertelrunde Rückstand, ist aber trotzdem, im Rahmen des Erlaubten. Ja, aber ich denke, der hat auch schon einen Pitstop hinter sich, also der ist schon in der Box gewesen, genauso wie Benjamin Hager hier, die scheinen wohl auch irgendwo vielleicht mal doch ein kleines Problem gehabt zu haben oder in irgendeine Kollision verwickelt gewesen zu sein vielleicht. Der ist abgelaufen,
Ja, das heißt, genau. Der Andreas Dierenberger befindet sich jetzt in der letzten Runde und ja, hat immer noch eine gute Sekunden Vorsprung zum Patrick Pichler. Es sieht so aus, als würde der Patrick jetzt einmal ja, seit längerem keinen Lauf entscheiden können. Die letzten Rennen hat er aber angetreten, ist er, ja, sagen wir mal. Hauptsache der Boxenfunk geht jetzt nicht noch an. Ja, genau. Aber ich sag, beim Andreas Dierenberger schaut es ganz gut aus und ich muss sagen, er hat heute das gezeigt, was wir sich in Rot Amerika für ihn erwartet haben, mehr oder weniger. Genau, jetzt durch Michael Schumacher S. Genau. Durch. Nochmal dann in die Warsteiner Kurve hier. Ne, Quatsch, wo bin ich denn jetzt? Ne, da kommen wir jetzt erst rein. Ja, genau, jetzt kommen wir ins Schumacher S rein. Genau, jetzt zum Schumacher S. Ein bisschen jetzt zu weit. Genau. So, und jetzt geht's runter. Schumacher S war doch schon. Jetzt kommen wir, jetzt kommen wir runter. Genau. Genau. So, und jetzt geht's dann hinauf. Ich hab hier schon wieder völlig den Überblick verloren. Oder komplett, der Zug geht komplett aus, wenn der Michi oder so ein Blödsinn redet. Mann, aber es ist ja noch gar nicht so, was passiert. Ist auch normal. So, und jetzt sieht man, jawohl, Andreas Dierenberger, Patrick Pichler Zweiter und hinter Patrick Pichler der Florian Wolte, der Gunnar Miesner leider abreißen lassen müssen. Und ich glaube, dass der Andreas Dierenberger jetzt schon eine Hand in der Höhe hat von lauter Freude. Ja, denke ich auch. Ja, wir gratulieren dem Andreas Dierenberger zum Laufsieg. Gratuliere. Ja. Und hinter da hinten wird es nochmal eng. Ja, genau. Da wurde es nochmal eng zwischen Pichler und Wolte. Ja, und der Florian Wolte in der letzten Runde die schnellste Runde gefahren. Das heißt, er hat noch richtig. Oh, ein Ford GT. Ich ja, auf Platz 10, Marcel Heimann hier. Marcel Heimann, congratulations. Ja, genau. Christian Kiewit auf 11 hier noch, auch noch mit dem Ruf hier für Team Heusingfeld. Ist ja auch noch ganz gut in der Meisterschaft unterwegs. Könnte da bei ihm theoretisch auch noch mal so ein bisschen einen Platz nach vorne gehen vielleicht. Aber gut, schnellste Rennrunde von Florian Wolte übrigens, 1:58.409. Ja, und hinten draußen noch schnell den Rest vom Schützenfest haben wir an Föhring Christian Kiewit, dann haben wir 12, du sagst eh gerade Föhring, genau, Jürgen Gattringer, relativ weit hinten auch wieder. Ja. So. Wir werden gleich das Ergebnis das natürlich auch einblenden, genau, damit wir hier alle nochmal durchgehen können. Und deswegen werde ich jetzt hier schnell auch mal die ganzen Sachen hier ausblenden, die ja nicht mehr interessant sind. So, auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal den ersten Sieger hier, Andreas Dierenberger, der hier den Sprint gewinnt vor Patrick Pichler und Florian Wolte. Auf 4 kam dann Gunnar Miesen ins Ziel. Das ist auch alles, sind auch alles McLaren-Fahrer. Der beste BMW auf Platz 5 mit Mert Utzel. Auf 6 haben wir Martin Stöllinger, auf 7 Daniel Marcaus und auf 8 haben wir Andreas Leikam. Alles, wie gesagt, BMW. Auf 9 kommt dann wieder ein McLaren mit Ulf Truschgart, bester Ford. Auf Platz 10 mit Marcel Heimann. Dann auf 11 Christian Kiewit mit dem besten Ruf. Auf 12 haben wir Ruben Denker, ebenfalls Ruf. Auf 13 Pavel Rübak auf BMW. 14. Christopher Dittmann auf McLaren. 15 Christian Bug. 16 Christopher Klavita. 17 Oliver Scharlach. Simon Esis auf 18. Fabian Jungblut auf 19. Felix Blüm auf 20. So, dann machen wir den Rest auch noch weiter. Ich bin dabei. Dann haben wir in Olaf Ballerstedt 21, genau. Marcel Jelinowski 22, Frank von Borstel 23, 24 der Uwe Lenger, 25 der Frank Föhrding, 26 haben wir in Lennart Kaiser, 27 in Jürgen Gattringer, 28 ist der Wolfgang Emer geworden. So, und dann haben wir noch den Kollegen Hoppala, Entschuldigung, dann haben wir den Kollegen, bin ich nicht mehr, wo ist er? Jetzt Carstensen. Genau, Fried, genau. Auf 29, auf 30 haben wir Christian Schupfner. Genau, dann haben wir auf 30 haben wir dann den Christian Schupfner, auf 31 den Bernd Gill, auf 32 den Klaus Föhrding, 33 Marco Holtermann, 34 Manuel Wendel, 35 Roger Noack, 36 Jens Weber, 37 Patrick Jaschinski, 38 den Matthias Umbeck, dann haben wir an 40. Stelle haben wir dann den Benjamin Hager. Benjamin Hager, 41, Peter Reiner, 42, Sascha Schlankauf, 43, Jonas Wallmeier, 44 und der erste Ausschiedene John Atkinson und die weiteren Ausschiedenen Michael G. Hermann und Vinicius Correra Lima. Das war's. Das war's fürs Erste, einmal aus dem ersten Lauf, wie gesagt. Genau. Mit Bauchweh haben wir uns durchgedrückt, weil uns... Die
Technik so, verlassen hat. Die Technik, hier. Die Technik macht aber noch mehr oder weniger. Ja, genau. kann man sagen. Ich weiß jetzt nicht, ob du schon wieder ein Bild hast von dem RD-Viewer, denn ist ja alles gut. Ja, und ich habe sogar gut. 35 Frames. Ich habe jetzt fast 40 Frames, werde ich momentan beglückt. Ja, das ist so. Geht doch. Weil ich heute ein braver Österreicher bin. Genau. Also, wir sind gleich wieder für euch da. Bleibt dran. Kurze Pause. Bisschen Werbung. Dann sind wir gleich wieder zurück. Jawohl.
Wir sind wieder da. Ja, back ich on auch. Track. Und auch den Michael mit runtergezogen. Ja. Ihr beide also, und ich. Also den Michael habe ich auch mit runtergezogen, also praktisch mehr oder weniger ideologisch. Ja, du ziehst, ziehst mich doch die ganze Zeit runter. Ja, na, eigentlich zieh dir die ganze Zeit auf, ja. Ja, das auch noch dazu, ey. Runter und dann auf, ja. Ach, ja also man, ich komme mir vor wie so ein Radio, wie so ein Wecker, ey, den ja, aufziehen wir muss. Ziehen uns immer irgendwo hin, mehr ja. oder weniger. Ja, es dauert noch ein bisschen, nicht nur wir haben Schwierigkeiten mit der Technik, auch SRD hat heute ein bisschen Schwierigkeiten mit der Technik. Wie gesagt, ja, die Server sind oder die Seite ist wieder nicht ganz so einfach zugänglich, weil jetzt müssen natürlich die Grids neu aufgestellt oder das Grid muss ja neu aufgestellt werden. Das heißt also, die ersten 8 werden ja umgedreht, die starten ja in umgekehrte Reihenfolge und das bedeutet eben halt, dass man da eben halt in die Einstellung nochmal rein muss. Und da gibt es gerade wieder so ein bisschen Probleme. Wir wissen das ja in der letzten Zeit bei iRacing hat es ja da so ab und zu mal im Service so ein bisschen geraucht. Und die Köpfe haben da vor allen Dingen auch geraucht bei iRacing und man hat da eben halt versucht, das irgendwie zu fixen. Ja, aber das Server wäre jetzt wieder da, habe ich gerade unten gesehen. Ja, ganz der letzte Server, schauen wir mal. Ich hoffe mal. Ich hoffe, das ist der richtige. Ja, da ist er, ja, genau. Ich sehe ihn, genau, das ist der richtige. So, also, wir kriegen gleich wieder grünes Licht hier zu sehen. Man muss ehrlicherweise zugeben, bei diesem Mega-Update, das ist mir gekommen ist, auch mit der Nordschleife, da hat dann auch iRacing ein bisschen mehr Probleme gehabt als den früher, muss man ehrlich sein. Darum auch die neue Webseite noch nicht in Betrieb, sondern die Interims-Seite, die alte Seite noch. Wie gesagt, das wird sich aber auch in der nächsten Zeit mehr oder weniger adaptieren. Ja. Da sind wir alle zufrieden und bis zum Saisonstart nächstes Jahr wann haben wir das? Am 16. Jänner, stimmt das ganz? Stimmt das? Ja, so ungefähr, genau. Und ja, mit denen herum bin ich mir ganz sicher, wird auch iRacing im neuen Kleid erstrahlen und es wird alles wieder in Ordnung sein. Wie gesagt, heute der Saisonfinale am Nürburgring auf der Grand Prix-Strecke mit sage und schreibe 46 Fahrern im Grid. Also das ist für mich eine Sensation. Wir kennen das ja von früher, Micha, dass teilweise... Ja, wenn man in der Fahrerwertung nicht mehr so die Urchancen hat, dann geht man halt lieber gerne am Montag auf Nacht Keksal essen, statt Auto reinfahren. Ja. Es ist bei der SRD, baut bei AVR Racing nicht der Fall. Da wird er wirklich um jeden Platz, um jeden Millimeter, um jeden Meter gekämpft und das macht also irre Spaß, da zu kommentieren. Weil natürlich, man muss es uns ein bisschen nachsehen, unsere Augen sind auch nicht mehr die besten. 46 Fahrer im Blickfeld zu halten ist nicht einfach, aber es macht trotzdem mehr Spaß, als wenn es nur 4 oder 6 Fahrer wären. Ja, das stimmt. So, wir haben gerade, ich habe gerade die Meldung gekriegt, falscher Server, wir kriegen einen neuen, also es könnte jetzt doch tatsächlich nochmal möglich sein. Dass wir jetzt gleich nochmal einen neuen Server joinen müssen. Also, ja, wir haben heute das volle Programm hier mit allen drum und dran. Also von daher, wir lassen uns ja auch nicht aus der Ruhe bringen. Nein. Ich muss gerade mal meine Baldrian-Tropfen holen. Ja. Und wir bedanken uns für die Information bei Manuel Wendel, das ist unser neuer Mitkommentator. Jetzt haben wir nicht die 300 Tanke, sondern haben wir die 300 Tanke mit dem Lehrling mehr oder weniger. Ja, genau. Ja. Jetzt haben wir dann einen neuen, auf dem wir rumhacken können. Nein, Blödsinn. Aber der Manuel ist ja heute selber auch, er sitzt ja selber auch hinterm Lenkrad und fährt das Finale mit. Aber er hat sich trotzdem kurz die Zeit genommen, uns zu informieren. Wie gesagt, ich merke deutlich, dass der Server nicht kommen will. Das heißt, die werden schon wieder. Ich weiß jetzt nicht, ob du schon mal im Service geguckt hast, ob da schon ein neuer Server steht. Ja, ich habe auf den Server gejoint. Genau. Und ich weiß jetzt nicht, ob das auf diesen Server bezogen war, den wir jetzt gerade joinen. Okay. Deswegen bin ich jetzt mal, lassen wir uns mal überraschen, was da jetzt gleich passiert. Oh, genau. Freitag, Rudiger, lass dich überraschen. Genau. Aber man kann sagen, es ist noch richtig was los beim letzten Rennen. Ja. Hinter dem Vorhang wie vor dem Vorhang. Was mich, obwohl mein Landsmann doch ein bisschen freut, so im Hinterstübchen, aber wenn es ein bisschen unfair klingen würde gegenüber dem Patrick Bichler, es freut mich, dass nicht immer die gleichen gewinnen, sondern dass nicht nur die Österreicher gewinnen, sondern diesmal auch der Andreas Dierenberger mal dem Patrick Bichler gezeigt hat, dass er auch schnell fahren kann.
Ja. Ja. Ampelkönig Trapsen. Ja, genau, ich auch. Aber ganz gewaltig. Also, ich wäre jetzt auf einem Server, der. Aha, manuelle Disconnect, ich schätze mal, das wird der falsche sein. Ja, genau. Ich okay, denke, dann steigen wir da gleich wieder aus, oder? Ja, genau. Ich werde das hier, glaube ich, auch gleich abbrechen. Wenn ich es denn kann. Aber das ist gar nicht so einfach, hier auf dem Server diese Session zu. Ja. Ich glaube, ich cutte die mal hier einfach. So. Kill die mal. Ja. Aber das ist der, gar nicht so einfach. Doch der jetzt. Der Weihnachtskiller, Michael. Ja, genau. Ja. Ich mache ja hier gleich Nägel mit Köpfen dann sozusagen. Ja. So, withdrawal und dann sollte das eigentlich ja, gleich dann wieder. Jetzt dann am richtigen Host Address sein. So. Er hat nach der Boxen müssen 9 machen für 60, sagt uns gerade der Manuel Wendel. Das heißt, sie machen jetzt gerade einen neuen Server auf, weil sie ja. Ein paar Boxen mehr brauchen. Normalerweise richtig. Hat Nürburgring 38 Boxen, aber mittlerweile kann man bei iRacing ja die Boxen bis 60, erweitern, ne? Bis 60 genau. Erweitern, was ja. Natürlich auch, und das bringt uns ja einstweilen, wenn wir noch Zeit haben, um zu tratschen, natürlich auch genau. auf die anstehenden ja, Events im nächsten Jahr. Gibt ja eine VLN, es gibt ja eine Langstreckenmeisterschaft, alles ja. Bei SRD. Ja, haben wir halt auch mal den neuen Kalender, habe ich jetzt gerade mal eingeblendet, genau. Den wir dann hier auch mal sehen. Da ist also auch schon, sind auch schon die ganzen Termine dann zu sehen. Und natürlich. Hier steht ein volles ja, Programm. Genau, volles Programm. Nächstes Jahr, Didi, haben wir also wirklich ein riesengroßes Programm. Wir stehen natürlich auch noch vor der Frage, wie wir das eben halt streamtechnisch alles schaffen. So, der zweite Server ist der jetzt da. Ist jetzt auch da, hätte ich gesagt, ja. Oder? Doch, Peter, ja. Peter Osberg, da ganz unten. Oh, jetzt müssen wir gerade gucken. Ja, also wir haben über 150 Stunden. Nee, das ist er nicht. Das dürfte er nicht sein. Nee, ist noch nicht da. 150 Stunden Sendezeit haben wir nächstes Jahr zu bewältigen, im ersten halben Jahr alleine nur. Und da sind wir natürlich auch noch mächtig am Rudern und überlegen, wie wir das alles schaffen. Ja. Ich hab das für mich ja heuer zu Weihnachten Kreide gekauft, ja, damit die Stimme sauber bleibt. Ja, genau. Und natürlich nicht ganz, ist das auch für uns eine Herausforderung, also nicht natürlich. Nur für die Fahrer und Teilnehmer, für uns Kommentatoren natürlich auch. Wir haben da 4, 6, 12 und 24-Stunden-Rennen dabei. Also das volle Repertoire, was es so an Langstreckenrennen auch gibt. Und mit 60, richtig, genau. Da fehlen eben halt. Ah ja, genau. Jetzt habe ich es auch verstanden. Okay, da kommt jetzt gleich eine Session mit 60 Plätzen und das ist dann die richtige. Ja, wie gesagt, also die Geschichte ist hinter die, habe ich gerade den Faden so ein bisschen verloren hier durch die Info, die ich gerade nebenbei hier immer reinkriege. Ja, ich werde mich hier helfen. 150 genau. Stunden Sendezeit nächstes Jahr im ersten Halbjahr alleine für uns. Genau. Ist natürlich eine Riesenherausforderung für die Fahrer sowieso, weil sie ja extrem, ja. Es sind 12-Stunden-Rennen dabei. Genau. Es sind wieder Langstreckenrennen dabei. Es ist aber für uns Kommentator natürlich diesmal, das nächste Jahr auch eine Bewährungsprobe, muss man auch ganz ehrlich zugeben. So viel gestreamt haben wir noch nie und es wird eine Herausforderung sein, logistisch für die SRD, für die Simracing Deutschland Jungs, teilweise gepaart mit der GEC, mit den German Endurance Racing, dieses so auf die Beine zu stellen, dass ja, ihr die bestmöglichen Events habt, fahrertechnisch und auch zuschauertechnisch. Da sind wir über Weihnachten am Arbeiten. Also genau. Feiertage gibt es bei uns nicht. Bei uns hat der Tag ungefähr 100 Stunden, ja, muss man ehrlich sein. Ja. Und das Bier wird auch bald zu wenig werden, was wir da kriegen. Ja. Aber natürlich freuen wir uns drauf, Micha. Ja, ich denke, es ist auch mal Kollegen. Zeit, sich bei den Zuschauern zu bedanken, die immer wieder reinschauen. Natürlich wissen wir, dass hier auch viele Fahrer dabei sind, die hier heute nicht dabei sind oder nicht fahren, die in anderen Serien fahren, die ja auch immer wieder im Chat drin sind. Schönen Gruß auch an Sascha Henken, der hier auch mit chattet, ja. Gerade sehe ich, an unseren Kommentatorenkollegen, der auch im nächsten Jahr wieder mit dabei sein wird. Wie gesagt, also auch da nochmal jetzt an dieser Stelle auch schönen Dank an alle, die hier immer wieder zuschauen
und uns hier damit natürlich auch die Bestätigung geben, dass das eigentlich schon gar nicht so verkehrt ist, was wir hier machen. Natürlich gibt es immer wieder Verbesserungspotenzial und ja, ich denke mal, da sind wir, glaube ich, auch immer selbstkritisch genug, dass wir da uns auch immer wieder versuchen zu verbessern und beziehungsweise auch Abläufe zu verbessern. Da arbeiten wir auch dran und im nächsten Jahr hoffen wir dann auch mit dem neuen TV-Overlay am Start zu gehen, das, was jetzt auch in der Fertigstellung ist momentan. Dann denke ich mal, können wir dann nächstes Jahr wieder richtig gut durchstarten. Natürlich. So, ich sehe momentan immer noch keine neue Session hier, also ich refreshe hier, ich weiß jetzt nicht. Also ich bin der Mann, der Refresh-Weltmeister. Es war ganz ja, kurz einmal selber da, aber ich denke mal, man darf eins nicht vergessen, natürlich ist die logistische Herausforderung für ein Fahrerfeld mit 46 Fahrzeugen natürlich eine ganz andere. Weil man natürlich das Ganze ja streckentechnisch und softwaretechnisch bewerkstelligen muss. So einfach ist es nicht. Ja. Da natürlich auch ein Dank an die Jungs im Hintergrund. Also wir reden da von Alwin Frauenknecht, vom Gunnar Miesen und Konsorten, alle die Jungs, die in der SRD im Hintergrund arbeiten. Jürgen Gattringer, genau. Die ganzen Grafiker, die hier nebenbei immer mitarbeiten. Andreas Bär ist das, glaube ich, der die Grafiken mitmacht. Genau. Und also, ja, muss man einfach. Und man darf nicht vergessen. Ne? Also, wir wären nicht da, die Fahrer wären nicht da, würde es die Jungs im Hintergrund nicht geben. Die machen das für ein Peanut und ein Ei, wie man so schon sagt. Ja, hast du es bei euch in Deutschland so, oder? Peanut und ein Ei, oder? So ähnlich? Ja. Oder für Apfel und Ei. Ja, genau. Apfel und Ei, genau. Peanut ist was anderes, ja. Wie gesagt, und ja, und unser Bier kommt aus der Dosen mehr oder weniger vom Sparmarkt. Also wir machen das ja auch, ist nur nebenbei. Aber, und das muss ich auch dazu sagen, manchmal ist das Ganze nebenbei zu machen eben gerade der Spaß an der ganzen Geschichte. Weil man einfach, man kann dann, muss ich ehrlich zugeben, so für eine Stunde, zwei in eine eigene Welt eintauchen und hat dann einfach zwei Stunden Spaß mit Jungs, die man eigentlich teilweise im Leben noch gar nicht gesehen hat, aber die haben dann ja irgendwie doch ans Herz wachsen, ja, genau. Weil es einfach durch das Reden, durchs Kommunizieren, kommt man drauf, dass man einfach, ja, das sind lauter erwachsene Männer, gestandene Mannsbilder, wie man bei uns sagt. Und ja, und das sind einfach Leute, die genauso wie du und ich, Micha und ich und anderen, unter dem Tag arbeiten gehen und auf die Nacht dann einfach Spaß haben wollen. Und das merkt man ihnen auch größtenteils auch wirklich an. Genau. So. Schau mal in den Chat, wir haben gerade eine Smiley-Attacke. Ja. Der Hackfred, also die kenne ich alle gar nicht, diese ganzen, die ganzen Smileys. Ich weiß nicht, ich wusste gar nicht, dass da so viel Smileys drin sind. Also man lernt ja auch nicht aus hier. Ja, also die Zuschauer haben zumindest bald noch die Ruhe hier, währenddem wir uns hier noch den Mund fusselig reden. Ich weiß jetzt nicht, warum die Session so lange auf sich zu warten lässt. Aber ich bin mir da sicher, dass die Jungs da wirklich jetzt auch versuchen, Gas zu geben. Ja, was man auch nicht vergessen darf, Micha, bei SimRacing Deutschland gibt es ja nicht nur die Avia DSTM, ja, SimRacing Deutschland, könnt ihr gerne auf die Webseiten schauen, www.simracing-deutschland.de, wird es auch eine Serie geben mit diesem neuen MP430, mit dem Formel 1 Auto, sage ich jetzt mal so ganz lapidar. McLaren, ja, genau. DSFM-Serie kommt. Ja. Ja. Das heißt, Das Spektrum bei SRD, bei simracing-deutschland.de ist ja groß, es ist für jeden was dabei. Ich glaube mal, dass der Mitgliedsbeitrag oder die finanzielle Zuwendung sich so in Grenzen hält, dass man als erwachsener Mann, da sage ich jetzt mal, gerne mal ein paar Euronen investieren kann. Ich glaube, Mitgliedsbeitrag ist 10 Euro, 5 Euro, irgend sowas. Du weißt es besser als ich, glaube ich. Wie gesagt, Und vor allem kann man sich, das ist bei iRacing ja der große Vorteil, man also muss sich Mitgliedsbeitrag nicht, liegt bei 35 Euro. Pro Jahr. Ja. Pro Saison. Pro Jahr, genau. Pro Jahr, genau. Genau. Also, eine kurze Information ist von mir noch gleich nebenbei technisch, dass der Server kommt in schwach 10 Minuten. Hat einen Grund, und zwar aufgrund der technischen Probleme, die momentan bei iRacing herrschen, muss das ganze Grid händisch eingegeben werden und das dauert einfach Zeit. Ach du liebe Güte. Oh ja. Das ist eine
natürlich, ja, so. Nur zur Erklärung an die Zuschauer, das Grid muss händisch aufgeführt, zusammengeführt werden wieder. Das heißt, also man muss das alte Ergebnis erstmal haben, dann muss man das öffnen und dann guckt man eben halt, wer war auf 1, 2, 3 und so weiter. Also deswegen dauert es ein bisschen länger. Ich hoffe, die Zuschauer haben noch so viel Geduld. Gibt uns die Zeit, über Themen zu reden, über die wir gerade reden. Wie gesagt, der große Vorteil von iRacing, Micha, haben wir, glaube ich, schon ein paar Mal erwähnt, aber den Langstreckenrennen ist, man muss sich nicht das ganze Game kaufen, sondern man schaut einfach einmal nach, was interessiert mich, was möchte ich machen. Grundlegend möchte ich lieber oval fahren oder möchte ich lieber Straßenrennen, Road Racing betreiben. Und dann geht man her und sagt sich einfach einmal, okay, schau bei Sim Racing Deutschland einmal auf die Webseiten, was fahren denn die da? Ja? Und dann sucht man sich den Content raus. Und ich sage jetzt mal, bei der Avia wird man ungefähr investieren, 8 Strecken, 3 Autos, ich schätze mal 30, 35, 40 Euro, schätze mal, so einen Daumen gepeilt, wenn man alles täuscht. Ja, oder? So genau. Und dann hat man den Content, den man braucht und kann dann da frisch, fröhlich, frech und frei mitfahren. Und falls einem dann einfach einmal irgendwann einmal ja, zu mehr gelüstet, dann sucht man sich einfach die Schmankerl, wie man sagt, ein bisschen raus und erweitert einfach sein iRacing-Kontingent dementsprechend. Und es gibt ja, das ist auch bei iRacing eigentlich schon Usus, wie man bei uns in Österreich sagen würde, es gibt ja bei iRacing fast ständig irgendwelche Angebote, wo man mal die Mitgliedschaft ein bisschen billiger kriegt, wo man mal für Strecken ein bisschen weniger zahlt, solche Sachen. Und dann kann man sich einfach diese Black Friday Sales, ich nenne es mal einfach so wild so, ein bisschen raussuchen. Wie gesagt, teilweise sind es wirklich tolle Angebote, die iRacing da hat. Und man darf eins nicht vergessen, iRacing ist eine Geschichte, die wirklich ständig erneuert wird, wo die Updates an dem Tag kommen, wo sie vorgeschrieben sind, wo sie wirklich immer daran arbeiten und du nicht einfach das Gefühl hast, wie bei mancher anderen Simulation, da passiert denn da noch überhaupt irgendwas. Ja, korrekt. Und ja, wie gesagt, also das bezahlt man natürlich irgendwo auch irgendwie mit. Natürlich. Und das ist eben halt aber auch wirklich, es wird eben halt auch wirklich hart dran gearbeitet. Also jetzt gerade zuletzt, wo wir diese Riesenprobleme da hatten, da wurde eben halt wirklich intensiv dran gearbeitet. Das hat es auch noch nie gegeben bei iRacing, dass da so lange der Service ausgefallen ist. Und wie gesagt, aber das, da kann man sich drauf verlassen, dass da wirklich die Hände rauchen und die Köpfe rauchen vor allen Dingen. Und da wird also wirklich in die Hände gespuckt und dann auch wirklich gesehen, dass es alles wieder so schnell wie möglich da ist. Zur DSDM 2016 nächstes Jahr ist noch zu sagen. Genau. Da geht es am 13.01. dann schon wieder los, nächstes Jahr in Daytona. Sehr schöne Strecke, Didi. Ich glaube, die ist ja sehr, sehr schnell, schön flüssig zu fahren mit diesem Anteil oval, wo man da auch immer wieder schöne Windschattenduelle sehen kann. Ich freue mich da schon ganz speziell drauf, weil ich fahre die selber auch sehr, sehr gerne. Bin da jetzt vor kurzem mit dem C7 Prototyp gefahren, Daytona gefahren, Chevrolet. Da hat einen Riesenspaß gemacht. Da geht es, wie gesagt, am 13.01. wieder los mit Daytona, also freue ich mich ganz besonders drauf. Dann haben wir Interlagos am 14 Tage später. Die Rennen sind ja wieder mittwochs, auf jeden Fall. Und wenn dann eben halt irgendwo ein Update dazwischen liegt, weil die immer dienstags kommen, dann wird eben halt auch mal wieder montags geraced in der DSTM. Das heißt also, dann wird das Rennen jeweils immer vor den Update-Tag gelegt, so wie das jetzt heute ja auch der Fall ist. Bei morgen gibt es wieder ein Update, ist auch heute schon angekündigt worden bei iRacing. Ja, dann haben wir Monza auf dem Plan, wir haben Okayama, wir haben Sebring, wir haben Montreal, Silverstone, Twin Ring, Otegi, Road America. Dann kommt ein Knaller mit Bathurst am 18.05. nächstes Jahr. Genau, ja, also braucht man, glaube ich, auch nicht zu sagen. Der RAD-Viewer läuft momentan nicht, oder? So nebenbei gefragt. Der müsste laufen, aber da ist jetzt ein schwarzes Bild, weil... Okay. Ich habe null Frames, drum vor. Ja, genau, weil jetzt gerade, wir haben ja also, hier noch keine Session und das sollte jetzt so sein, dass da jetzt
glaube ich, doch tote Hose ist, glaube ich, mit dem. Ja, Ja, wir warten genau. Einfach mal ab. Wie gesagt, und Bathurst, ja. Bathurst ist ja einer meiner Lieblingsstrecken. Das ist ja, Bathurst ist ja, also Australien ist ja eigentlich eine V8-Strecke, genau. Gehört zur australischen V8-Meisterschaft. Und muss ich zugeben, ich würde mir sogar wünschen, teilweise, dass diese australischen Strecken, dass da ein bisschen mehr gefahren wird, weil die Strecken einfach unheimlich geil zum Fahren sind. Wie gesagt, und wie ihr seht, also es geht dann in den SRD-Meisterschaften wieder rund um den Erdball. Ist natürlich unheimlich interessant, man lernt da viel kennen, für mich als Moderator, weil ich mir über die ganzen Sachen ein bisschen Backup informiere. Und wie gesagt, volles Programm nächstes Jahr. Es gibt viel zu sehen, es gibt viel zu hören, es gibt viel zu reden und für die Fahrer natürlich auch viel zu trainieren. Korrekt, genau. So, ich bin hier nebenbei immer noch natürlich auch den Chat mitlesen. Genau. Ja, genau. Ich habe gerade Info gekriegt, dass Avia einen Kalender verlost an die. Ich habe jetzt hier aber leider die Informationen nicht vorliegen, beziehungsweise ich kann auch den Chat hier gerade nicht. Ach so, doch, da haben wir es. Genau. Ich muss gerade mal ein bisschen zurückspulen, hier zurückspitchen. Und da hat Avia Racing hier sich im Chat eingeloggt und dass hier also 5 limitierte Avia Racing Kalender verlost werden. Das gehen wir natürlich hier ganz super gerne nochmal bekannt. Ich hatte die Info leider jetzt erst bekommen. Also Avia verlost 5 limitierte Avia Racing Kalender hier und an die unter den Zuschauern hier, die hier dabei sind. Jetzt muss ich nur gerade gucken, ob ich hier auch die Information kriege, wie das Ganze vonstatten gehen soll. Weil wie gesagt, ich habe ja manchmal habe ich sehe ich den Chat ja nicht gleich. Da muss ich natürlich zwischendurch jetzt mal reinschauen. Didi, du hast mal ein Auge auf die Session, dass es hier gleich weitergeht, ja, damit wir hier gleich weitermachen können. Ja, genau. Ja, gut, hier wird schon gerade geschrieben, iRacing ist heute wieder sauschnell. Ja, der Webservice ist hier, glaube ich, ein bisschen. Und also, ich muss da wirklich eine Lanze brechen an die Leute, die das hier organisieren, diesen Skript aufbauen über die Webseite. Das ist also wirklich alles über das wird über